Wenn man auf der Straße jemanden anspricht und ihn fragt, was der gemeinsame Vorfahre des Menschen ist, dann wird man entweder ein gepflegtes Adam und Eva hören oder aber des Menschen gemeinsamer Vorfahre ein Affe ist. Charles Darwin konnte in seiner Evolutionstheorie bereits sehr früh zeigen, dass relativ einfache Lebensformen allmählich komplexere Lebensformen hervorbringen können. Wie sieht das Ganze aber aus, wenn man einen entscheidenden Schritt zurückgeht und die Bausteine von Leben, wie wir es kennen, betrachtet? Ist es möglich, dass Atome bzw. einfache Moleküle wie aus Geisterhand komplexe Biomoleküle oder gar Leben hervorbringen können? Mit anderen Worten, wann wird aus Chemie Biologie? Und ist für Leben, wie wir es kennen, überhaupt zwingend Kohlenstoff notwendig? Diesen Fragen gehen wir in diesem Video mal auf den Grund. Moment mal. Dieses Video ist eine Kollaboration mit dem YouTube-Kanal Norio Science und mehr. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab und natürlich abonnieren nicht vergessen. Viel Spaß mit dem Video! Der Biochemiker Alexander Oparin gilt als Begründer der naturwissenschaftlichen Erforschung der Entstehung des Lebens auf der Erde. Er ging davon aus, dass der Ursprung des Lebens auf eine allmähliche Fortentwicklung von einfachen Molekülen hin zu komplexeren Biomolekülen führt. Diese wiederum waren Bausteine für größere Polymerstrukturen bzw. Makromoleküle, wie zum Beispiel Proteine und DNA. Im Zusammenspiel soll es dann möglich gewesen sein, dass sich Stoffwechselnetzwerke und schließlich lebende Zellen bildeten. Seine Hypothesen besagten zudem, dass die Uratmosphäre der Erde unter anderem aus Molekülen wie Methan, Wasserstoff und Ammoniak bestand. Aber auch flüssiges und gasförmiges Wasser soll allgegenwärtig gewesen sein. Die Erde war ein ungemütlicher Ort, geprägt von Vulkanismus, extremen Niederschlägen und Blitzentladungen. Durch diese Faktoren soll es irgendwie möglich gewesen sein, dass die sogenannte Ursuppe entstand. Diese Ursuppe soll dann der Startpunkt allen Lebens auf der Erde gewesen sein. Das Problem ist allerdings, dass man zur Zeit von Alexander Oparin noch keine Zeitmaschinen bauen konnte, um zu sehen, was tatsächlich passiert ist. LOL. Harold Clayton Urey und Stanley Miller hatten deshalb im Jahr 1953 die Idee, diese Bedingungen im Labor nachzustellen. Sie bauten dabei einen Apparaten, der über zwei Reservoirs verfügte, die in einem abgeschlossenen System miteinander verbunden waren. In dem ersten Reservoir befand sich flüssiges Wasser. In dem zweiten Reservoir hingegen wurden die Gase der Uratmosphäre zugeführt. Um die Blitzentladungen nachzustellen, wurden hier ebenfalls Elektroden angebracht, die wiederum an einer Spannungsquelle angeschlossen waren. Führte man nun dem Wasser ausreichend Wärme zu, verdampfte ein Teil, welcher dann wiederum auf die Uratmosphäre und den Blitzentladungen traf. Bereits nach mehreren Tagen des Experiments konnten Urey und Miller eine bräunliche Flüssigkeit feststellen, die sich im unteren Bereich des Apparats ansammelte. Bei der Analyse dieser braunen Flüssigkeit wurde eine Vielzahl verschiedener Biomoleküle festgestellt. So konnten durch verschiedene Variationen dieses Versuchsaufbaus zum Beispiel die Grundbausteine von Proteinen, die sogenannten Aminosäuren, entstehen. Auch Zucker, Fett und Carbonsäuren und sogar die Bausteine der DNA, die sogenannten Nukleotide, wurden nachgewiesen. Okay, wir haben also den ersten Schritt von den einfachen Molekülen hin zu Biomolekülen geschafft. Man kann hier aber natürlich noch lange nicht von Leben im eigentlichen Sinne sprechen. Wann kann man überhaupt vom Leben im eigentlichen Sinne ausgehen? Es gibt verschiedene Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit Wissenschaftler einen Organismus als lebendig anerkennen. Die wohl fundamentalste Eigenschaft des Lebens ist, sich selbst zu vervielfältigen. Außerdem müssen Lebewesen in der Lage sein, auf Reize aus der Umwelt zu reagieren und mit ihnen zu interagieren. Darüber hinaus muss ein Organismus in irgendeiner Art und Weise Stoffwechsel betreiben können, um sich selbst am Leben zu erhalten. Was hat allerdings der primitivste Einzeller, den man sich vorstellen kann, mit einem Hühnchen gemeinsam? Damit Leben in seiner primitivsten Form überhaupt möglich ist, benötigt es lediglich drei Molekülklassen. DNA. Dieses Molekül enthält alle Informationen, die ein Lebewesen enthalten muss. Ob du beispielsweise ein Mensch oder ein Elefant bist, beruht lediglich auf der Basenabfolge dieses Kettenmoleküls. RNA. Dieses Molekül ist eine Art Abschrift kurzer Informationen der DNA, die über den Prozess der Translation in Proteine übersetzt werden kann. Diese Proteine sind in der Lage, hochkomplexe chemische Reaktionen in Gang zu setzen. So können bestimmte Proteine im Zusammenspiel das DNA- oder das RNA-Molekül vervielfältigen. Damit also DNA oder RNA vervielfältigt werden kann, braucht es Proteine und sich selbst. Damit DNA abgeschrieben werden kann, braucht es Proteine.
Damit RNA in Proteine übersetzt werden kann, braucht es wiederum andere Proteine und so weiter. Ihr merkt also, dass diese drei Molekülklassen sehr stark voneinander abhängen und scheinbar keines von dreien unabhängig voneinander existiert. Man spricht in diesem Zusammenhang auch gerne von dem zentralen Dogma der Molekularbiologie. Wenn aber keines von dreien unabhängig voneinander existieren kann, was war im Verlauf der Evolution zuerst da? Und wie konnten dann wie aus dem Nichts die anderen Molekülklassen entstehen, wo sie doch untereinander voneinander abhängen? Tief durchatmen, es wird interessant. Anfang der 1980er Jahre verhärtete sich der Verdacht, dass RNA nicht nur wie DNA genetische Informationen speichert, sondern auch über katalytische Eigenschaften wie Proteine verfügt. RNA kann also neben der Eigenschaft als Informationsträger in bestimmten Fällen auch chemische Reaktionen in Gang setzen. Die Idee der RNA-Welthypothese war geboren. Sie besagt, dass den heutigen Lebensformen eine Welt vorausging, deren Leben auf RNA als universellen Baustein basiert. RNA war also möglicherweise das Molekül, aus dem später die anderen zwei Molekülklassen hervorgingen. DNA spezialisierte sich dann im Laufe der Evolution darauf, als Informationsträger zu fungieren, während Proteine primär die Rolle des Biokatalysators übernahmen. Eine Frage bleibt allerdings offen. Wenn Leben nach diesem Prinzip auf der Erde entstand, muss es doch zwangsläufig auf einem anderen Planeten nicht genauso abgelaufen sein, oder? Muss außerirdisches Leben auf Kohlenstoff basieren oder gibt es Alternativen? Bei dieser Kollaboration habe ich mich genau dieser Frage gewidmet. Klicke gerne auf das angezeigte Video.